Willkommen zurück zu WeCore. Beim letzten Mal haben wir in der Wüste hier gesucht, wie wir hier irgendwie auf diese Pfeiler hier kommen, wo da hinten auch eine Energiezelle liegt, die uns wahrscheinlich einen Weg frei macht zu eben jenem Dungeon hier, dem Waffenlagerfluss. Allerdings wird da halt auch gezeigt eine Anforderung so, hey, du brauchst Level 16, du brauchst Tess und du brauchst irgend so ein Ding, was ich noch nicht mal habe. Das heißt jetzt, wenn ich dann hier irgendwie zu Energiezellen hier irgendwie komme, dann komme ich da immer noch nicht hin. Also, dann kann ich hier den Dungeon nicht betreten, weil ich das jeweilige Dingens dafür noch nicht habe. Blöd. Das heißt, wir suchen uns halt jetzt erstmal andere prismatische Kerne in der Nähe von unserem Anfangsgebiet. Haben wir noch so ein paar. Und wir müssen ja eh zurück zum Sandcrawler, um Sachen abzugeben und so weiter. Und vielleicht können wir nochmal ein bisschen Kladderadatsch in unsere Roboter reinpacken, um sie ein bisschen zu verstärken. Und dann mal gucken. Das wird schon. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Es kann nur gut werden. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann nicht. Naja, mal gucken. Daumen drücken und weitersehen. Würde ich zumindest sagen. So, erstmal Zeug ablagern. Ein paar Kerne haben wir, nicht so viel, weil ich in letzter Zeit eher so auf dem Drang bin, so, ja, alles vernichten, alles zerstören. So, Bauplanforschung. Brauche ich, glaube ich, gerade nicht gucken. Ich würde halt erstmal die Kollegen hier verbessern. Achso, nee, nicht so. Das war Kernfusion, ne? Jo. Erstmal im Mac alles rein. Volle Energie. Volle Energie und volle Energie. So, wir sind hier aber bei beiden hier noch nicht beim Maximum angelangt. Aber wir haben auch keine Kerne mehr. Blöd. Egal. Änderung annehmen. Duncan kann hier auch noch ein bisschen was hier haben. Von dem blauen Zeug haben wir im Moment sehr viel. Was ganz okay ist. Dann können wir jetzt meinetwegen in die Bauplanforschung. Ich würde erstmal ihn hier weiter upgraden. Gucken, was haben wir denn hier? Brauchen wir auf jeden Fall für dieses Lederzeug hier mehr von diesem goldenen Kladderadatsch. Dann nehmen wir halt einmal, was wir haben. Jawohl! Perfekt! Besser als wie gar nichts. Guten Deutsch. So. Und das kriegt er auch gleich ausgerüstet. Weil es ja höchstwahrscheinlich halt irgendwie bessere Werte hat oder so. So, Kernbots, Mac. Da würde halt das Blaue nach oben gehen. Mehr in die Energie. Ich würde aber halt schon mehr Richtung Angriff gehen, theoretisch. Das hier ist auf jeden Fall besser als alles andere. Und naja, mehr haben wir halt für ihn noch nicht. So, speichern. Mehr kommt später. So. Ich gucke auch nochmal ganz kurz. Na gut, das ist unser Lager. Das sind all unsere Einzelteildinger. Objektumwandlung. Das kann ich kombinieren. Ah, dadurch wird das ein besseres. Okay. 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 Schön, dass ich mal das Crafting-System hier verstehe. Dann... nochmal angenommen, man will das hier. Wir brauchen makellose Stabilisatoren. Abgenutzte makellose. Kombinieren. Kombinieren. Einfach, damit wir hier einen Platz wieder besetzt haben. Nein, setz dich da hin. Setz dich da hin, braves Mädel. Bauplanforschung, das hier. Also jetzt brauche ich noch rote Fusion. Aber dann könnte ich das dann theoretisch zusammenbauen, okay. Also es macht auch Sinn, das Kleinkram zu sammeln. Das ist gut zu wissen.
So, jetzt gehen wir aber erstmal raus und sammeln hier irgendwie prismatische Kerne, vorausgesetzt, wir kommen da an irgendwelche prismatische Kerne überhaupt ran. Ja? So, wir nehmen mit Mac und Thess, ja. Und dann mal gucken. Das wird schon. Irgendwie. Vielleicht. Eventuell. Stunden später und so. Wir haben ja auch noch hier um die Ecke hier so ein paar Roboter, die wir bisher nicht bezwingen konnten, weil wir zu schwach waren. Da können wir mal gucken, ob wir inzwischen stark genug dafür wären, so in der Theorie. Ich glaube, das machen wir gleich zuerst. Bevor wir sonst irgendwas tun. Und Tuten tun. Zack, meins. Alles meins, 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 meins. So. Immer noch irgendwelche gelben Monster oder so. Also Roboter. Jo. Damals hatte ich ja noch keine gelben Waffen. Und die waren auch Level Totenkopf. Jetzt sind sie nicht mehr Level Totenkopf. Jetzt sollte ich sie bezwingen können. Das ist doch schon mal von Vorteil. Bitte auf den richtigen, danke. Das ging schnell. Das ging tatsächlich wesentlich schneller als erwartet. Und, oh Gott. Was bist du denn? Guten Tag. Ein Level 15 Superbot. Muss so einen schon mal bezwungen? Ich weiß es nicht. Kann sein. Leg dafür jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer. Extra hier, komm. Oh go, oh go, oh go. Gib mir dein Ding, gib mir dein Ding. Schneller. Nein, nein, ja. Prismatischer Kern. Meiner. So. Siehst du, mit denen kommen wir doch theoretisch in der Hauptstory schon mal ein bisschen weiter. Aber ich will jetzt noch nicht dahin. Erst sammeln wir hier nochmal ein bisschen Zeug. Da haben wir noch was. Da haben wir auch noch hier Zeug. Und da und überhaupt. Na, das sammeln wir vorher nochmal ein, falls wir denn da hinkommen. Und dann können wir immer noch. Na, da hinten ist auch noch irgendwie eine Kiste oder sowas. So eine Bauplankiste, keine Ahnung. Muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Ups. Okay. Ich hab gehofft, ich könnte da ganz elegant irgendwie hochstraxeln. Was, wo, wie, was? Da. Kleinvieh. Kleinvieh, das rumnerven will. Geht weg. Ihr könnt doch nix. Das sag ich doch. So. Theoretisch hier weiter. Irgendwo. Irgendwas. Ich glaube, das Ding kann ich jetzt zerstören. Ja. Kaputt machen. Da, 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 da. Wow. So ein Freak mal wieder. Okay. Er hat kaputt. Oder hat so einen Kern fallen lassen. Objekte untersuchen. Mal sehen, was wir da haben. Ich glaube, das ist ein prismatischer Kern. Ich hatte recht. So. Dann lass mal gucken, wie ich jetzt irgendwie da hochkomme. Auf eine ganz tolle Art und Weise vielleicht. Man muss ja mal gucken. Hm.
Also schon mal nicht. Aber hier könnte ich mit Zesta irgendwie jetzt hoch. Das ging ja auch vorher nicht. Dann machen wir das mal. Hallo? Da. Da, 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 da. Brühe. Noch ein prismatischer Kern. Wupti-du-di-du. So, ach, guck mal, gleich auf den Teleportationspunkt für Theorie. Sieh hier noch eine tolle Kiste. Daumen drücken. Aber echt mal. So. Und jetzt vielleicht. Was haben wir da hinten für ein Dungeon? Das ist diese Arena-Dingens, ne? Tyrannenschmiede, wo wir auf jeden Fall zu wenig Kerne für haben und wo wir auf jeden Fall zu wenig Level für haben. Okay. In der Richtung irgendwo liegt nochmal ein prismatischer Kern. Auf den Steinhügel da irgendwie. Und einer halt da hinten irgendwo. Ah, wie komme ich denn jetzt da hin? Komme ich da überhaupt hin oder brauche ich da auch dieses Ding, was wir noch nicht haben? Wahrscheinlich, ne? Gut, dann versuchen wir wenigstens nochmal den Kern hier zu holen. Hey. Was ist denn das? Gucken wir nochmal. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich bin theoretisch richtig. Hier. Seth, komm! Siehst du wohl. Wieder so ein Ding. Zum Brühe. Oder halt auch, naja, Hand auflegen mal anders. So. Haben wir das? Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal in den Crawler zurück. Weil wegen, warum nicht? Einfach Sachen ablegen. Eventuell haben wir genug, dass wir auch das eine Ding jetzt herstellen können, weil ich jetzt wieder rote Kerne habe. Oder? Habe ich? Ich weiß gar nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Wir haben 40. Ja, nee, danke. Das heißt, ich muss eigentlich mal wieder ein bisschen Kerne sammeln. Nicht einfach nur draufpolzen, auch ein bisschen Kerne. Und nur ein bisschen. So, Mac und Seth nehmen wir wieder mit. Und dann machen wir gleich eine Schnellreise nach... da, wo wir eigentlich weiter wollen und müssen. Da, wo uns vorher der Weg verwehrt wurde, weil wir zu wenig... prismatische Kerne hatten. Richtung Hauptstory. Ich denke, das ist okay. Ja, ja. Ja, ja. So. Blöde ist halt dabei einfach nur, man muss wieder einen Ladebildschirm über sich ergehen lassen. Was heißt ja eigentlich? Rebellen kann man... Da waren wir. Da unten ist es. Haben wir dann Teleportpunkt direkt vor Haustür? Keine Hölle! Keine Hölle! Du mich auch. Violet hat Spaß. Spaß, 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 Spaß. Spaß, 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 Spaß. Spaß, 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 Spaß. Spaß, 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 Spaß. Spaß. Okay, ich lasse es ja schon. Ich muss nur irgendwie immer diese Ladebildschirme totquatschen, ja? Und irgendwann, nach jahrelanger Let's Play-Erfahrung, macht dich einfach jeder Ladebildschirm im Kopf so ein bisschen kirre.
Auch nur so ein bisschen. So. Lass mich mal durch da, ja? Ich will da rein. Ich hab genug Kerne. Da, guck mal. Jetzt haben wir auch das eine Audiolog da, was auf dem Arm liegt, immer noch nicht, ne? Naja, was soll's. Gehen wir mal rein. Und es geht hinein. Das Labyrinth. Das sieht ja lustig aus. Lustig auf einem neuen Level.